Dieses Video besteht hauptsächlich aus Russian. Und ja, weitere Tipps erfahrt ihr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Und heute geht es mal um Russia. Und ich werde euch auch ein paar Tipps beigeben bei den Russian unter euch. Und man sieht hier, ich bin natürlich maxed und mache auch gerade schon meine Lage voll. Und dann gehe ich auch gerade aus Level 9. Ja, wir haben jetzt hier ein Beispiel im Clan. Er nennt sich Darkfart. Da können wir noch mal gleich reingucken. Da seht ihr schon. Testen Level 5. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Und zwar, was ihr zuerst tun solltet, wenn ihr gerusht seid, ist erstmal auf das Niveau oder ein Radius darunter darauf die Mauern zu machen. Hier ist es jetzt zwei Radius unten unter, also Radius Level 8. Das wären jetzt hier die 8er Mauern, die hat er leider noch nicht drauf, aber die sollte man eigentlich schon als Radius 10er haben, damit man nicht so doll als Rusher bezeichnet wird. Und natürlich die Verteidigungseinheiten auch auf Radius 8 Niveau bringen, wenn man Radius 10er zum Beispiel ist. Das ist jetzt hier auch der Fall. Und natürlich so Spezialsachen wie den Inferno oder den X-Bogen, wenn ihr Radius 10 seid, sollte man natürlich auch ja, einfügen hier in die Base, damit du keinen Nachteil jetzt so richtig hast als Radius 10er, weil der Inferno macht halt schon relativ viel aus bei deiner Base. Und die Magiertürme sind natürlich auch sehr, sehr wichtig, um den Flächendamage zu machen, genauso wie die Minenwerfer. Das sind jetzt hier die Flächen Damager, sag ich jetzt mal. Und deshalb würde ich auch mal sagen, die sollte man auch halt alles so zwei Stufen mindestens unter haben. Na gut, bei Radius 7 mit Level Dings Mauern, mit Level 6 Mauern oder so, das ist, naja, nee, Level 5 Mauern, das sind die Goldmauern. Ja, sollte man eigentlich nicht so empfehlen, aber wenn man Tag Level 2 hat als Radius 7er, dann müsste das eigentlich auch schon klappen. Und Blitzzauber Level 3 kann man dann mit Drachen angreifen. Und ja, kommen wir mal zum Labor. So, er hat hier jetzt schon ein paar Max-Truppen, die wurden, hat er aber auch gejammt. Und ja, was man jetzt zuerst machen sollte, wenn man jetzt nicht so der CK-Fan ist, erstmal seine Farmtruppen aufmaxen, sag ich mal. So viel wie geht. Also, ja. Hier sind es jetzt die Ritter Riese, dann die Barbaren, Bogenschützen, Mauerbrecher, Kobolde, wenn man die auch noch will, kann man die auch machen, aber ist nicht dringend notwendig. Lakaien kann man vielleicht auch hochmachen, wenn man die zum Farmen benutzt. Und sonst würde ich empfehlen, du bist ja denn Rathaus Level 10, dann würde ich dir empfehlen, ja, Drache, naja, würde ich nicht so empfehlen für Farming. Ich würde eher Go Wipe empfehlen. Also oben als Rathaus Level 10er sollte man eigentlich schon mit Go Wipe angreifen und nicht mehr so doll mit Riesen etc. Aber wenn die jetzt Level 6 sind oder 7, dann müsste man auch ein Rathaus 10er, 9er platt machen. Und ja. Zu den Zaubern kommen wir jetzt mal. Die Zauber sollten, also die Zauberfabrik sollte auch auf den Maximum geupgradet sein, also zum Freestyle jetzt hier als Radius 10er. Und ja, die neuen Zauber müssen erstmal nicht gelevelt werden, aber natürlich der Wut und der Heilzauber sind fürs Farmen relevant. Blitzzauber eher nicht so und der Sprung und der Freeze wird später zum Farmen vielleicht für Go Wipe oder ähnliches verwendet. Und kommen wir zu den Helden. Die Helden sollten, sage ich mal, als Rathaus, als Rathaus 8er sollten die mindestens, naja, geht ja nur bis Level, na gut, bis Level 10. Da sollte der mindestens Level 5 sein. Und ja, auf Rathaus 9 sollte man die Königin mindestens Level 5, sage ich mal. Das ist schon gut, wenn man die zünden kann. Die Barbarenkönig Level 10 mindestens, weil das wird, glaube ich, da oben benötigt, ist sehr, sehr wichtig. Und für Rathaus Level 10
mindestens die 15er Helden, würde ich sagen. Da kann man auch schon ein bisschen was anfangen. Und hier die dunklen Zauber, die sind. Na gut, Giftzauber sollte man vielleicht hochmachen. Erdbeben ist jetzt nicht so wichtig. Ja, Schweinereiter, Valkyrie. Die Valkyrie ist jetzt nicht so wichtig. Aber für Golem hat man die ja denn eh. Die Hexe ist für Radaszen auch nicht so sehr relevant. Kann man benutzen, muss man aber nicht. Der Lavahund auch nicht. Also würde ich sagen, bis zum. Also Golem sollte man haben. Lakaien, die Farmtruppen. Also die sollte man schon aufgebessert haben. Aber wenn du natürlich ein aktiver Farmer bist, dann musst du natürlich die ganzen Farmtruppen maxen, so gut wie du kannst. Die restlichen Truppen sind dann erstmal daneben gestellt. Und ja, kommen wir jetzt mal zu den Stats. Die Stats sagen natürlich auch etwas über deinen Account aus. Du bist jetzt, wenn du jetzt als Radaszener nicht so aktiv im Clan bist, wirst du später auch keinen relativ guten Clan finden. Ja, die jetzt CW relativ aktiv sind und dort streng vorgehen. Deshalb empfehle ich dir auch Kriegsstände zu sammeln, wenn du erstmal deine Base so gemaxt hast, dass du dich bereit fühlst. Aber wenn du jetzt, naja, sag ich mal, als wenn du jetzt hier als Rados Level 10er Level 6 Mauern hast oder noch irgendwie Holzmauern oder so, dann würde ich dir natürlich nicht empfehlen, in CK reinzugehen. Aber so, das geht eigentlich schon hier von der Base her. Die hat sogar schon hier Inferno Level 2. X-Bögen auch schon Level 2, 1 und 2. Und die Tesla sind auch schon Level 5. Also die Base würde noch C für CW ausreichen. Wir können auch mal gleich einen Angriff ansehen, wo er angegriffen wird. Und seinen Angriff auch nochmal ansehen. Also auch ein Rusher kann was reißen. Also wenn er die entsprechenden Truppen maxt, die er haben will. Und ja, was kann man dazu jetzt noch sagen? Haben wir noch ein Beispiel? Wir haben hier noch einen René Lang. Der ist ein Rados Level 9er. Der ist, sag ich mal, glaube ich, von Rados 7 auf Rados 8 gerusht. Hat denn bei Rados 8 die Mauern, glaube ich, auf Level 7 gemacht. Die Kanonen hat er hoch gemacht, die Türme nicht so. Und dann ist er, na gut, die Minen hat er auch hoch gemacht, relativ. Ein bisschen. Und dann ist er, denke ich mal, direkt Rados Level 9 gegangen. Und ja, dort will er, glaube ich, auch erstmal bleiben. Hier sieht man Königin Level 5, den König Level 7. Der sollte eigentlich schon Level 10 sein. Als Rados 9er. Und die Magiertürme sind viel zu low bei ihm. Level 4, die sollten jetzt Level 6 oder 5 mindestens sein. Luftwege hat er überhaupt nicht dran gedacht. Ist ein immer noch ein Einser. Also gegen Lufteinheiten ist er nicht so bewaffnet. Naja. Die Mauern sollte man. Na gut, ich würde hier. Hier würde ich bei der Base würde ich erstmal alle Verteidigungseinheiten hochmachen. Also jetzt sprich hier den Bogenschützentürme, alles erstmal auf Max Out und die hier unbedingt auf Rados 8 Niveau bringen. Die Magiertürme, die sind sehr, sehr wichtig bei einer Base. Besonders wenn man farmt. Und ich denke mal, er ist auch ein Farmer. Können wir mal kurz gucken. Ja, 130 Sterne, das sind jetzt nicht allzu viele. Und ja, die X-Bögen, naja, sollte man, also die Spezialeinheiten, die man jetzt beim Rados dazu bekommt, sollte man auch direkt bauen, wie die X-Bögen hier zum Beispiel. Dann hat man nämlich auch einen kleinen Vorteil gegen Rados 8er zum Beispiel im CK. Und ja, hier werden seine Tests sein, aber die sind erst vor kurzem rausgegangen oder wurde gekickt, das weiß ich gar nicht, weil er MCK nicht angegriffen hatte. Und unser Kollege hier ist ein bisschen ernster mit dem CK, aber das sei jetzt immer daneben gestellt. Jetzt gehen wir mal MCK und gucken uns, ja, wir haben leider verstorben, alles klar, wir haben leider verloren mit 1 Stern Unterschied. Und zwar hätten wir hier unten noch Sterne machen können, deswegen wurden die auch meistens gekickt. Hier ein Stern wird da geholt und ja, der René, der hat komplett verkackt hier. Der ist Rados 9er und hat die 12 angegriffen und dort verkackt. So sollte man das nicht machen.
Und ja, ich habe hier natürlich so wie immer 6 Sterne geholt, so gehört sich das natürlich. Und der Forward Fail hat leider verpasst anzugreifen. Der geht auch in meine Klasse, aber ich habe ihn angerufen. Aber er ist zu spät rangegangen und dann war schon der CK vorbei. Ja. Und der Stinkapfel wurde auch gekickt. Finde ich schade, dass er gekickt wurde. Vielleicht. Ja, ich lade ihn nochmal ein. Weil so schlecht war er eigentlich gar nicht im CK. Der René Lang, der hat glaube ich schon einen neuen Clan gefunden. Ja, hat er. Er ist auch schon Vizeanführer. Ja, und jetzt gucken wir uns mal die Verteidigung. Ne, erstmal seinen Angriff. Oder ne, erst die Verteidigung an. Auf der Quad. Kein Stern wird dort geholt von der 1. So, da sehen wir seine CK-Base. Machen wir mal vielfache Geschwindigkeit. Er greift hier mit Go Wipe an, mit Max Golem. Aber die Packer sind noch auf Rades 8 Niveau bei ihm. Ja, Sprungzauber. Ja gut. Die Infernos rasieren halt relativ gut. Deshalb würde ich auch empfehlen, die Infernos direkt zu machen bei Rathaus 10, wenn du jetzt gerusht bist. Egal wie viel es kostet, würde ich erstmal die Infernos machen. Weil du dann halt einen kleinen Vorteil hast. Oder eher gesagt großen. Weil die Infernos entscheiden schon über Sieg oder Niederlage. Ja, und da habt ihr schon gesehen, da wurde nichts bei ihm geholt. Und jetzt können wir nochmal seinen Angriff ansehen hier. Der hatte sogar 2 Sterne geholt. Aber bei der Base und bei seinen Truppen müsste das eigentlich kein Problem sein. Man sieht, früher hatte er ja noch Golems Level 1, da war es noch kritisch. Jetzt hat er schon Golem Level 4. Und Packers hat er ja schon vorher Level 5 gehabt. Also wurde, hat er ja gejammt. Aber derjenige, der Hauptbesitzer des Accounts, hat erstmal eine Pause gemacht, weil er dort einfach zu viel Geld investiert hatte und das nicht weiter gewährleisten konnte. Und ja, jetzt hat es einer aus dem Clan übernommen und den auch schon relativ gemaxt, dass er jetzt nicht mehr gerusht, also super gerusht ist von der Labor her. Von der Base her, naja, geht's. So, dann würde ich sagen, machen wir noch einen Farming-Angriff und dann war auch schon beim Ende der Folge. Ich weiß gerade auch nicht, wie lange die Folge geworden ist, aber naja, werden wir ja sehen. So, am besten suchen wir jetzt immer nach Dunklem oder ich würde sagen, wir sehen uns mal gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe einen Gegner gefunden. Den greifen wir doch jetzt auch einmal an und versuchen unser Glück bei ihm. Okay, da ist direkt eine Riesenbombe. Nicht so schön. Machen wir mal die Mauerbrecher. Wutzauber rauf. So, die Magier. PC jetzt ein etwas schwieriger hier wegen den, weil es hier keinen Multitouch gibt. So. Okay, hat sogar ein Packer an der Klamburg. Aber wir versuchen hier nochmal unser Glück. So setzen wir nochmal den Magier. Hier setzen wir nochmal ein paar Bogenschützen hin. Ich hoffe mal, wir bekommen das Dunkle. Ich setze hier mal direkt einen neuen Heilzauber rauf, weil ich unbedingt das Dunkle brauche. So, und jetzt holen sich auch die Magier das Dunkle. Das finde ich auch schon mal gut hier. Da haben wir wieder 1800, glaube ich, Dunkles bekommen. Und den Stern müssen wir hier auch noch bekommen. Weil, na, der Baumkönig lebt auch noch komplett. Aber den müssen wir auch mal gleich zünden. Und die Magier am außen rasieren auch noch ein bisschen. Und dann zünden wir jetzt den Barbarenkönig. Dann ist er auch wieder fast voll. Und wir haben die 50% erreicht. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon aufgeben. So, 1400 Dunkles. Okay, doch nicht so viel. Aber besser als nichts. Dann würde ich auch sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge Clash Royale wieder. Haut rein und ciao.